Schnick, schnack, schnuck. Schnick, schnack, schnuck. Schnick, schnack, schnuck. Schnick, schnack, schnuck. Das war eine der besseren Runden. Moin Moin und herzlich willkommen bei Döner mit alles, ein Potpourri aus Themen mit Käse. Folge 27, herzlich willkommen. Spezial zu Thomas Basler, ja. Mario Basler. Ich weiß gar nicht mehr, wie die alle heißen. Und Thomas Hitzelsberger. Heute in 3 Stunden nur über Fußball, Football und Baseball. Ich habe mich so gut vorbereitet auf eine reine Fußballfolge. Wahnsinn. Also ab jetzt nur noch. Wir werden jetzt wenn wir die Fußballgeschichte aufräumen, wir fangen 1800 an. Also. Ja, ich habe mal gelesen, dass in einem schottischen Kloster, 1800 irgendwas, irgendwelche versteinerten Lederkugeln gefunden wurden. Und dort wurde auf einem Hof des Klosters irgendwann zwischen England und Schottland das erste inoffizielle Fußballspiel ausgetragen. Ich denke, damals war Jupp Heynckes schon Trainer. Deutlich. Wo ist Jupp Heynckes eigentlich hin? Der hat wahrscheinlich jetzt im Moment sein Handy auf Flugmodus und so, hat ein bisschen Angst. So, das war's dann mit Sport für heute. Na, das würde ich nicht. Das würde ich so nicht sagen. Das weiß man nie. Das weiß man nie. Dino, was gestern bei Holstein? So, du doch auch. Das ist eine super Überleitung gefunden aus dem Sport heraus. Willst du direkt damit anfangen? Ja, dann haben wir es hinter uns und dann machen wir nachher irgendwie so eine Kapitelmarke rein. Dann können die Leute, die keinen Bock auf Sport haben, dahin vorstoßen. Machen wir eh nicht. Vorspulen. Machen wir eh nicht. Ja, stimmt. Ihr müsst den ganzen Scheiß durchhören. Oder auch nicht, mir egal. Fickt euch, wir brauchen euch nicht. Wir machen den Podcast ohne euch. So geht Kundenbindung. Ja. Wenn ihr keinen Sport wollt, kriegt ihr noch mehr Sport. So sind wir nämlich Sport. Was? Sport. Ich habe, glaube ich, hier irgendwie eine Behinderung. Ja, okay, machen wir auch nichts. Wir akzeptieren dich so, wie du bist. Hast du jetzt wirklich was zu sagen zu dem Spiel oder eher nicht? Ich war gestern auch da, ich habe spontan eine Karte bekommen über meinen Vater. Der ist ja so ein bisschen, also ich habe das Gefühl, er ist so ein bisschen der Pate aus Kiel. Der kriegt aber Karten für ausverkaufte Spiele irgendwo her. Ja, und dann das ist war auch, nicht schwer zu bekommen für das Spiel. Und dann ist er aber auch immer so mysteriös. So, dann war noch mein Cousin mit, der sagte, hey, wo hast du denn die Karten noch her und so, es war ja irgendwie voll schnell ausverkauft und so. Und sagte, ja, man hat so seine Quellen. Er wurde auch angesprochen von 20 Leuten oder so. Ich glaube, die schulden ihm alle irgendwie Mord. Genauso wie damals, da habe ich mich mal zu Hause ausgesperrt. Ich die Tür zufallen lassen und der Schlüssel meiner Freundin steckte von drin. Und also kam ich mit meinem Schlüssel dann nicht mehr rein. Ich ihn angerufen, weil ich meine, er hat auch so ein Aufhebelding zu Hause. Für Notfälle natürlich nur. Und da war aber dann im Urlaub und sagte, ja, warte, ich ruf mal einen an. Und dann kam Ich schick mal einen los, ja. Und dann kam 20 Minuten später irgendwie so ein Mit-20er an und so. Und dann folterte wir Tränen unterm Auge, ja, und so, alles. Glatze. Und hat er mir die Tür aufgemacht und so, dann sag ich so, ja, hier, kriegst noch einen Zehner und so. Er so, nein. Auf gar keinen Fall, das darf er nicht annehmen. Wenn ich das annehme, bin ich tot. Nee. Auf gar keinen Fall und so. Ich sag, ja, aber denn wenigstens, wo kommst du her? Dann kriegst du wenigstens Spritkosten. Nein, für euch mache ich das gerne. Ich habe die Typen noch nie gesehen. Für euch mache ich das gerne. Ja, mein Vater ist der Pate von Kiel, ey. Weißt du, an wen mich dann mein Vater immer erinnert? Das ist mir auch gestern wieder aufgefallen. An Dieter Hecking. So ein bisschen. Die haben irgendwie einen ähnlichen Blick. Weißt du, wie Dieter Hecking guckt vor allem? Ja, der sieht aber aus wie so ein Husky. Ja. Ein bisschen schon. Aber mein Vater doch nicht. Nee, die sehen sich auch nicht ähnlich, aber ich finde vom Blick her. Ich guck mal, ob ich ihn aus. Ja, ich hab Dieter Hecking genau vor Augen. Ich habe ihn ja gestern gesehen. Also, wir waren ja bei Holstein gegen nicht? HSV. Findest du? Nee. Eine Ex-Freundin von mir, die hatte auch Probleme, meinen Onkel und meinen Vater auseinanderzuhalten. Wo ich denke so, hä? Skrapp. Nee, ich, Skrapp. Ich war gestern ein bisschen hin und her gerissen. Bezüglich meiner Meinung zu den Holstein-Fans. Also da hörst du dann um dich rum, also Fußball-Stammtisch-Sprüche, wo du so denkst, schwierig. Und dann
singen die das Holstein-Lied. Das finde ich auch total geil, dieses Keine andere Stadt, oder? Keine andere Stadt, keine andere Liebe, kein anderer Verein, nur Holstein. Finde ich ein nices Lied. Das finde ich auch stark. Auch die Verse quasi und so. Und dann wird da ja gesungen, uns ist egal, die Farbe der Haut, die Religion oder wo du herkommst und so weiter. Und es ist das Lied zu Ende. Also alle grölen mit und so und hey und lieben uns alle. Und dann ist das Lied zu Ende und dann das Erste, was angestimmt wird, scheiß HSV. Also ich meine, wenn man sagt, man irgendwie nimmt jeden so, wie er ist, dann das kann man ja dann, also die beziehen das wahrscheinlich nur auf Leute, die in Blau-Weiß-Rot rumlaufen. Aber kann man das nicht irgendwie so ein bisschen ganzheitlicher für den ganzen Fußball oder den ganzen Sport oder auch die ganze... Vor allem, das ist ja das Starke an der Hymne, dass sie quasi davon singt, dass man den eigenen Verein lieben soll, aber nicht die anderen hassen soll. Es gibt ja auch irgendwelche Hymnen, die sagen, okay, alle anderen Vereine sind blöd. Nein, das ist, ich finde, das ist Spitzenhymne. Es ist absolut. Ich finde das absolut. Eine absolute Spitzenhymne, also auch jetzt ist ohne, auch, ja. ohne irgendwas. Aber, und dann grölen alle mit und vor allem, weil es auch einfach ein starker Song ist. Ja, das kommt auch dazu. Das kommt auch dazu. Ist nicht asozial. Und dann fangen die da an, auf einmal dann wieder scheiß Hamburg und Hamburger Hurensöhne und wo ich dann auch so denke. Mir ist immer alles zu wenig ironisch. Ich finde, ich mag das, wenn Fans ironisch sind. Dann finde ich das immer deutlich witziger. Zum Beispiel gestern war ja auch das Spiel Bayern gegen Dortmund und als es 4-0 stand, hat das ganze Stadion in München gesungen, deutscher Meister wird nur der BVB. Weil die das letztes Jahr halt ein, zwei Mal gesungen haben, als sie 9 Punkte vor waren. Und jetzt singen sie es halt jedes Mal seitdem, wenn Bayern die abzieht. Ja. Finde ich stark. Finde ich gut. Finde ich stark. Wenn dann 60.000 Münchner singen, deutscher Meister wird nur der BVB und da steht 4-0. Damit schadest du keinem, nee. du beleidigst keinen. Finde ich und wenn die Dortmunder dann denken, mit so einem leichten Lächeln vielleicht, dann sagen sie, ja, okay. Ja. Haben wir uns halt selber zu schreiben, dann ist das alles, dann ist das alles in Ordnung. Aber wie gesagt, ich war so ein bisschen hin und her gerissen zwischen der Hymne und den da einigen Vollidioten und dann nachher den Fans während des Spiels. Also die machen da ja Stimmung. Du hast eben gerade gesagt, also vor der Sendung, das wird alles ein bisschen weniger. Also ich fand stark, die haben irgendwie nach der Halbzeit angefangen, eine Viertelstunde irgendwie vor zu Holstein irgendwas zu singen am Stück. Und danach hatten sie mal 5 Minuten, war die Luft weg, aber danach weitergemacht. Also so, das fand ich stark. Und da war ich so ein bisschen zwischen der zwischen der eigentlichen Stumpfheit dieser Leute und dann doch deren Einfallsreichtum, was die Lieder angeht. Gut, das klingt natürlich irgendwo alles gleich. Am Ende des Tages die Lieder zwischen den Vereinen, die singen dann nicht hey ja Holstein, sondern hey ja Hamburg und so. Und was ist hier los? Was ist hier los? Ist wieder Slash? Kommt Slash hier rein? Aber der hat doch einen Schlüssel. Slash ruft vorher mal an auch. Der hat doch einen Schlüssel. Mein Problem mit den Holstein-Fans ist, oder mit den Fangesängen, ist in der Regel, dass die nicht aufs Spielgeschehen eingehen. Nie. Also Holstein liegt 0-1 hinten, 85. Minute, scheiß Lübeck. Weißt du? Das ist dann immer so ein bisschen... Das hatten sie gestern, glaube ich, nur einmal vor dem Spiel. Also direkt nach der Wir-haben-uns-alle-lieb-Hymne und wir mögen alle, egal wie du bist, scheißegal. Und dann mögen die auf einmal eine Minute später keine Hamburger mehr. Und was singen die Hamburger dann? Die feuern dann auf einmal Lübeck an. Und dann stehst du da auf einmal in einem Stadion, wo die einen Lübecker beleidigen, die anderen feiern Lübeck an. Und Lübeck spielt gerade irgendwo in der 4. Gammelliga. Und kein Schwein interessiert sich für Lübeck. Das ist immer so ein bisschen, ich weiß nicht, ob das den Leuten auf dem Platz hilft. Ja, ich weiß es auch nicht. Aber ja, wie gesagt, ich war so ein bisschen, ich stand so ein bisschen zwischen den Stühlen gestern, ob mir die Leute zu stumpf sind oder ob das doch nice Fans sind. Also ich saß jetzt das erste Mal, also hatte ich einen Sitzplatz im Holstein-Stadion. Sonst stehe ich ja immer da, wo du stehst, bei den super Hools in Block H. Nur halt ein bisschen daneben, damit man nicht ganz so gefährlich ist. Und jetzt saß ich mal bei den Rentnern und Altherren-Fans. Das war richtig angenehme Stimmung da. Also es war richtig, da habe ich das Gefühl gehabt, die sind hier wegen dem Spiel tatsächlich auch. Ja gut, in Block H ja auch. Also aber nicht alle. Block I, ja gut, das geht so ein bisschen ineinander über. Ja so. Genau. Also, die Hools stehen in der Mitte und so und die gemäßigten Hools, die stehen dann am linken und rechten Rand. Ich hatte da die letzten zwei Songs hatte ich da ja eine Dauerkarte für H und da habe ich schon Spiele erlebt, da waren Leute dabei, da weißt du genau, denen ist das scheißegal, wie das Spiel ausgeht. Darum geht es ja auch nicht. Ja. Das ist schon, ja. Ja. Aber sonst finde ich das auch mal wieder ganz nett.
Ich habe tatsächlich 1-1 getippt. Wir haben kurz vor Anstoß noch gesagt, mein Vater so. Aber nur in der Gruppe, ihr habt nicht offiziell. Nein, wir haben in der Gruppe jeder einen Euro gesetzt und so. Und alle natürlich unentspannt um mich rum und ich so, pay up, bitches. Gut, ich habe 4 Euro gewonnen. Oder beziehungsweise 3 Euro. Ich habe meinen Einsatz halt auch zurückbekommen. Was war dein höchster Gewinn bis jetzt im Fußball? Ey, was waren das, 130 Euro? Ja, wir haben 15 Euro gesetzt. Nee, es war mehr, glaube ich. Ich glaube, wir haben 15 Euro gesetzt und 330 Euro rausgekriegt oder so. Also jeder dann. Haben wir jeder 165, glaube ich. Jeder 165. Mhm. Wolltest du noch mal kurz erzählen? Das war Weltklasse. Also, naja, wir haben eine 0 getippt und es ging 0-0 aus. Ja, aber auch mit der ganzen Vorgeschichte. Weil wenn Dean und ich Fußball gucken im Fernsehen und wir sagen, wir machen uns jetzt aktiv UEFA, wie heißt das noch, Europa League an. Europa League an oder Champions League. Und dann ist das 0-0, wenn wir Glück haben. Mal ein langweiliges 1-0. So, aber ja. Eher nicht. Und Dean, wie war das neulich am letzten Champions League Spieltag? Wie standen die Spiele da und wie sind sie ausgegangen? Ja, habe ich vielleicht ein paar Tore verpasst, als ich ins Bett bin. Ja, so 9. Ja, in 2 Spielen. Ja. Ja, vor allem war Dortmund 0-2, ja super. Da kann ich ausmachen. Gewinnen die noch 3-2, Ajax 1-2, noch 4-4. Das war krass. Ja. Wir haben immer so ein Glück und dann haben wir gesagt, also wenn wir beide jetzt noch im Stadion sind, also wir sind heute nach Dortmund gegen Köln gefahren. Denn wenn das denn nicht 0-0 ausgeht, dann gibt es keinen Fußball. Und was ist aber auch der Gedanke, das ist auch so ein psychologisches Ding, weil entweder sehen wir Tore oder wir gewinnen Geld. Ja. Wir haben beides gehabt. Da waren 2 Absatztore für Dortmund, also die Dortmund aberkannt wurden. Wir haben die Stimmung mitbekommen, wie es ist, bei Toren, 2-mal. Ja. Das war. Und vor allen Dingen, Dean, das Ding war ja auch, Dortmund hat die letzten. Also Dortmund gegen Köln war das vor irgendwie 2 Jahren, ich glaube noch unter Tuchel, glaube ich. Ja. Unter Thomas Tuchel noch. Dortmund hatte irgendwie seit 20 Spielen zu Hause nicht verloren. Zu Hause seit 27 Spielen immer ein Tor geschossen. Ja, irgendwie so, ne? Seit 35 Spielen nicht mehr 0-0 gespielt und auch irgendwie seit 11 Spielen nicht mehr unentschieden gespielt. Und es war also 0-0 war ungefähr das Unwahrscheinlichste im Westfalenstadion, was hätte passieren können. Deswegen war die Quote auch ein bisschen entsprechend. Und Dortmund sowieso natürlich allgemein favorisiert. Ja, die war über 20, die Quote. Ja. Ne? Das war richtig stark. Und alle saßen da so. Du warst ja ab der ersten Minute für 0-0. Ich war, ja, ab der 10. Ich war ja noch, die ersten 80 Minuten war ich noch gut kommen, wenn es hier ein geiles 4-3 wird. Jetzt ist es ein guter Tag. Aber ab der 80. ungefähr ist bei mir dann natürlich auch gekippt. Mir ist richtig, und hatte Köln mir ist noch, richtig die Düse gegangen. Hatte Köln noch die Todeschance. Und dann vor allen Dingen Köln noch. Und dann wäre es auch noch falsch rum gewesen. Ja, also bei Dortmund, wenn Dortmund in der 90+2 irgendwie noch ein Tor machen, dann sagst du, okay, dann eskaliert der Laden hier wenigstens richtig. Aber wenn Köln dann das Ding noch reingemacht hat, da war ich kurz. Aber kurz die Linie gerade bei mir. Ja, und dann haben wir schön 160, 165 Euro abgeballert. Das war stark, ey. Ja, wir müssen diese Saison auch unbedingt wieder Fußballwochenende machen, ey. Ja. Hab ich Bock drauf. Bei uns hat auch der DFB angerufen und sich nach kroatischen Kontakten erkundigt irgendwie, ob wir Kontakte zur Wettmafia haben oder sowas. Aber man konnte uns nicht nachweisen. Wir haben kurz überlegt, das Spiel zu wiederholen. Ja. Aber haben es dann nicht gemacht. Ja, weil wer jetzt 15 Euro gesagt, auf 0-0. Ja, genau. Franz Beckenbauer hat für uns quasi gebürgt. Und dem vertraut man ja. Ja, egal, schön. Was er macht. So, dann haben wir jetzt auch, also Fußball Teil 1 für heute. Komm, dann machen wir jetzt eine komplette Sportfolge. Uli Hoeneß tritt ab. Ja. Das war sein letztes Spiel gestern. Das war sein letztes Spiel gestern? Sein letztes Spiel als Präsident vom FC. Kann er nicht, wieso wartet man denn nicht bis zum, ja gut, der hat ja gesagt. Jetzt ist die Jahreshauptversammlung. Ja, gut, okay. Am 15. Gut, er hat ja auch nur noch eine repräsentative Funktion oder nicht? Als Präsident. Nichts Aktives mehr, ja. Repräsentativ. Ja, gut, aber gut. Er ist ja aber schon noch aktiv ins Tagesgeschäft auch eingegriffen. Ja. Und weil Barazzo nichts auf die Reihe kriegt. Der Typ ist so krass, ey. Der geht so nicht klar. Naja. Schön. Naja, gut. Haben wir das auch? Haben wir das auch? So, hast du noch was Wichtiges? Es muss Sport sein. Ja. heute Abend Football, Dean. Ja, stark. Das ist das mit dem Schlägern und dem Puck, ne? Ja. Wo man immer diese 4 Tore hat und jedes Tor bringt 7 Punkte? Mit dem Schnatz. Mit dem Schnatz, ja. Du hast nicht einen Harry Potter-Film geguckt, tu nicht so. Alter. Doch, ich finde Emma Watson geil, deswegen habe ich. Die ist im ersten Film 12 oder so. Das ist mir scheißegal. Okay. Okay, das an der Stelle ich distanziere mich hier definitiv von der Einstellung meines Kollegen. Ich finde das nicht in Ordnung. Und ja, jeder hat hier seine eigene Meinung.
Ja. Möchtest du noch was dazu sagen oder sagst du ohne deinen Anwalt jetzt erstmal gar nichts mehr? Das ist korrekt, das Angebot nehme ich an. Ja, du hast keinen Harry Potter-Film gesehen. Also kommen wir nicht. Doch, ich habe Harry Potter-Filme. Ich habe Harry Potter-Filme gesehen. Ach, das ist doch. Ich habe Harry Potter-Filme gesehen. Aber? Ja, was aber? Hast du Herr der Ringe-Filme gesehen? Den ersten. Ja, aber? War eingeschlafen. Das sind die besten Filme der Welt. Ja, weil du auch. Du hast mir den damals. Wir haben den zusammen geguckt. Ich habe einmal, und das war gleich die Extended Version. Ja. Da kriegt man, noch 8000 Stunden. Ja, da kriegt man noch Hintergrundwissen über Hobbits und so weiter. Das ist interessant. Wenn man die verschläft, gut, dann verschläfst du halt auch nichts Wichtiges. Doch, Hobbits sind geile Viecher, Mann. Aber ich denke, die Hobbit-Filme sind doof. Die haben Golf erfunden. VW Golf? Die haben den VW Golf erfunden? Den GTI auch? Die Hobbits haben den VW Golf erfunden. War das schon der Unnütz oder Unnütz? Ich sag nichts mehr ohne meinen Anwalt. Okay. Man muss auch nicht immer reden. Ich finde, im Podcast wird viel zu viel geredet von den Leuten. Man kann einfach mal die Klappe halten. Podcast lebt von anderen Dingen. Ja. Man muss nicht alles tot quatschen. Nee, ist so. Ist schon wieder November, ey. Ich finde das super krass. Ja, danke für die Information, Captain Obvious. Wie das Jahr vorbeigeht. Ja, du, welcher Novembertag ist denn heute? 10. Und was für ein Wochentag? Sonntag. Du hast heute Morgen geguckt. Heute ist 10-jähriger Todestag von Robert Enke. So, und da sind wir wieder beim Sport. Also. Schön die Kurve gekriegt, wie sich die Kreise schließen. Ja, stimmt. Aber so merkst du dir auch immer, welcher Tag heute ist. Du zählst immer die Tage ab dem Todestag von Robert Enke. Und dann weißt du, okay, es sind 740 Tage, also ist heute der 11. Oktober 2011. Nee, das kann nicht sein. Ach, Mathe ist aber auch. 2009 war das. Ja, aber. Okay. Ich kann dir nicht folgen. Ja. Ja, ist wenig passiert, oder? Ich habe gehört, du hast jemanden umgebracht, fast. Woher hast du das denn gehört? Achso, ich war in den Nachrichten, ne? Von dir. Achso, ja, stimmt. Das ist eine Tagesschau. Ja. Was passiert? Ja, was heißt fast jemanden umgebracht? Also ich glaube, der hätte mich noch ein bisschen lieber umgebracht, als ich ihn am Ende des Tages. Aha. Aber das klingt ja jetzt schon wieder ganz anders. Ja, Dean, ich musste dich aber auch heiß machen. Und du warst heiß, das hat man gerade gehört. Was ist denn passiert? Ja, ich bin mit dem Fahrrad die Brunswicker runtergeballert. Geballert oder vorschriftsmäßig gefahren? Nee, also schon vorschriftsmäßig gefahren. Vorschriftsmäßig geballert? Ja, aber du weißt es ja, mein Körper hat viel Masse, es geht dort bergab. Krabbelt man schnell. Ich werde zum. Zwangsläufig. Ich werde durch die Gravitation. Gravitation. Also unwahrscheinlich schnell. Schnell, ja. So. Und heiß. Weil die Geschwindigkeit, ne? Wenn so ein Meteorit in die. Asteroid. Und schnell. Und schnell. Ja, was ist da eigentlich der Unterschied? Meteor, Meteorit, Asteroid, Komet. Ich glaube, das eine ist schon in der Dings. Ah, und das andere ist noch nicht in der Bums. Das andere ist nämlich noch nicht drin. Und das eine ist aber schon in der Dings. Und was ist denn das andere? Was ist denn der Komet? Der ist eins von beiden auch. Ach so, und was ist denn der Asteroid? Ist in der Dings nicht mehr. Nee, nicht. Meteorit? Nee. Ja, das googeln wir nochmal. Das machen wir zur nächsten Folge. Ich finde, wir haben das gut vorgetragen. Also eigentlich dürfte es da jetzt keine offenen Fragen mehr geben. Hashtag Bildungsauftrag. Ja. Ja. Wo waren wir? Gravitation. Schnell. Robert Enke. Fahrrad. Achso, ja. Also ich düse mit dem Fahrrad die Brunswicker runter. Das ist irgendwo so ein Parkplatz auf der rechten Seite. Und dann kommt da so ein fetter SUV-fahrender Penner von diesem Parkplatz runter. Wow. SUV? Ja, was würde Greta sagen? Ja, mein Sohn? Das machen wir ja also nicht. Also nicht du, sondern also ich rede gerade noch mit ihm. sieht mich. Wir haben Augenkontakt. Aber wo kam der denn her? Also du fährst auf der Straße auf der rechten Seite. Nee, ich war auf dem Fahrradweg. Ich war auf dem Fahrradweg, die Brunswicker runter. Ja. Und er kommt rechts aus irgendeinem Parkplatz raus. Sieht mich, wir haben Augenkontakt. Dann entscheidet er sich aktiv, den fahr ich um. Fährt trotzdem vor, um einen Blick auf die Straße zu kriegen. Und versperrt er mit seinem Heck komplett den Fahrradweg und noch ein Teil des Fußweges, sodass ich aktiv um ihn rumfahren musste. Vor mir war auch ein Mädel unterwegs, die ist da auch runtergeknallt. Runtergeknallt? Ja, den Berg runtergeknallt, also oder geballert.
musste dem auch ausweichen. Das war jetzt nichts irgendwie in der letzten Sekunde, aber es war schon so, okay, man musste schon langsamer werden, um irgendwie nicht so MotoGP-mäßig vom Bock geschmissen zu werden. So, ne? Ja. Und ich dann auch rumgefahren, habe ihm immer in die Stoßstange getreten. Hast du gemacht? Mhm. Finde ich gut. Ja. Finde ich gut. Ich wollte es gerade vorschlagen. Finde ich gut, dass du es so gemacht hast. Ja, und ich muss dazu sagen, der Move kommt nicht von mir. Wir sind früher zur Schule gegangen, weißt noch da, man musste ja die eine Straße rein, aber wir können es auch sagen, oder, wo wir zur Schule gegangen sind? Ja, also, Oxford. Die eine Straße von der Hauptstraße. Friedrich Junge Realschule. Ja. Oder Grundschule oder was das war. Ja, und da kamen halt auch immer die Autos raus und haben sich auf den Fahrradweg gestellt. Und da ist morgens mit mir, manchmal war er 100 Meter vor mir, manchmal war er 100 Meter hinter mir, der ist da auch immer längs gefahren und hat dann immer den auf die Heckscheibe geklopft. Den Autos, die so weit vorgefahren sind, dass sie den Fahrradweg versperrt haben. Und das kommt noch dazu, das ist ein zweispuriger Fahrradweg, weil auf der Gegenseite kein Fahrradweg gibt. Deswegen müssen da also. Oh, was ist hier los? Entschuldige. Müssen da auf beiden Seiten die Fahrradfahrer längs fahren. Und dann sind es noch Schüler, also einigermaßen gefährlich, der hat da immer auf die Heckscheibe geklopft. Also den Move habe ich mir nicht ausgedacht. Ich finde es gut, dass du dagegen getreten hast. Weil das, ja, man muss die Leute auch ein kleines bisschen erziehen. Ich habe auch einen Erziehungsauftrag. Hast du da eine Beule reingetreten? Nein, weiß ich nicht. Das wäre nämlich stark gewesen. Und was hat er dann gemacht? Ja, 10 Sekunden später überholt er mich hupend oder fährt hupend neben mir, macht das Fenster runter. Hast du mir gerade auf die Heckscheibe geklopft? Ich sage, nee, ich habe dir in die Stoßstange getreten. Wieso? Alter, wir hatten Augenkontakt, als ich den Berg runtergefahren bin. Und du fährst trotzdem vor 15 Meter vor mir. Warum macht er das? Warum fragt er das? Ja, deswegen muss man das doch nicht machen. Ich sag, ich wollte aber merken, dass du, ich wollte sicher gehen, dass du merkst, dass du was falsch gemacht hast. Ja, ich finde das gut. Wir können auch mal anhalten. Und dann? Und ich kurz überlegt. Jetzt ist es soweit. Das ist deine Chance. Wie sah der aus? Das ist deine Chance. Ja, fett halt. Ich weiß nicht, ob der mich hätte tot machen können, wenn er sich auf mich raufgesetzt hätte. Das ist wahrscheinlich halt das. Wenn er dich gekriegt hätte, dann hätte er gute Chancen gehabt. Wenn nicht. Und ich bin halt auch nicht so agil. Ja, aber agiler als er. Aktuell, ja. Aber wenn er dich einmal hat. Genau, das ist die Gefahr. Wenn er dich zwischen Daumen und Zeigefinger hat, dann Gefahr, kommst du nicht mehr weg. Nee, gar keinen Fall. Der hält zwischen Daumen und Zeigefinger immer seine Burger fest. Ja. Und der sah so aus, als würde der nie einen Burger fallen lassen. Und das ist der Grip des Todes. Was war das für ein SUV? Daran erkennt man ja immer den Charakter des Fahrers. Also so ein Land Rover, Range Rover? Ah, doch, sowas? Also, ja gut, dann ja. Kernassi. Ja. Dann ist es ein Kernassi gewesen. Okay, stark. Also, und ich, wie gesagt, kurz überlegt, ich habe gesagt, okay, jetzt du hast jetzt Chance, mal einmal eine runterzuhauen. Ich will mal wissen, wie das ist. Einfach nur mal so. Ja? Aber halt auch nicht willkürlich, sondern wo man sagt, wo 100 Leute sagen würden, hat er verdient. Ja, oder 99. Ja. So. Ja. Ja. So. Er sagt es halt nicht. Genau. Alle anderen sagen, ja, hat er verdient, ja. Aber da habe ich gedacht, ich denke sowas dann ja auch immer weiter. Ich habe das schon mal gesagt. Deswegen haben wir uns noch nie geprügelt, weil wir das immer durchdenken. Wir sind halt Denker. Ein Hauch zu schlau. Zum Prügeln, ja. Ja. Habe ich gedacht, so, okay, dann wirst du verhaftet. Naja. Gerichtsverhandlung. Ja, wenn ich den Tod mache, die wird verhaftet. Ja, wenn du den Tod machst, okay. Den Tod mache oder als Krankenhaus gefährliche Körperverletzung, davon kommt man auch schon vor Gericht. Ja. Oder für leichte Körperverletzung. Klar, aber. Und dann bist du vor Gericht und dann steht das irgendwann in deiner Akte, dann kriegst du irgendwann keinen Job mehr, dann musst du irgendwo in irgendwelchen Firmen einbrechen und da irgendwas klauen. Und man muss natürlich auch ein bisschen. Und dann habe ich gedacht, und dann bist du irgendwann im Knast, so, und dann habe ich überlegt, bin ich der Typ für den Knast? Würde ich im Knast zurechtkommen? Aber das Ding ist, ich weiß, an welchen Knast du jetzt denkst. Du denkst an deine Dokus von YouTube und die Hochsicherheitstrakte. Ich denke an St. Quentin. Ja, genau. Ich denke an St. Quentin. An den. Und in dem würde natürlich keiner zurechtkommen, außer Kacke werfend irgendwie da sich durch den Tag zu retten. Aber sonst, hier in diesem deutschen Knast, ja, du kommst ja auch nicht in den Knast. Wenn du nicht tot hast. Ja, kommt man schon jetzt in den Knast. Wenn du mir jetzt die Nase brichst, dann bist du da vor Gericht. Und dann sagt er, ja, Herr Mayer, Sie waren noch nie hier irgendwie polizeilich bekannt, außer, Sie haben mal Rauchbomben geworfen. Aber weißt du, was mein Problem da wäre? Dass du ihn dann tot haust. Nee, wenn ich den nur verletzen würde und vor Gericht landen würde. Oder auch wenn ich ihn töten würde. Ja,
Das ist das Problem. Erstmal wäre das Problem, ich wäre geständig, ich würde dazu stehen. Ja, das ist ja gut. Und ich wäre aber auch uneinsichtig. Ich würde sagen, das würde ich wieder machen. Das wäre mein Problem, ja, aber weil der das halt verdient hat. Ja, das Ding ist ja, wenn du ihm jetzt die Nase brichst und dann rufst du da einen Krankenwagen direkt und sagst so, ich möchte, dass er ihn gesund pflegt. Nö, das würde ich gar nicht wollen, glaube ich. Ja, das kann man ja wollen. Der soll ja nicht für ein Leben lang entstellt sein. Hat dich jetzt ja nicht totgefahren. Nee, aber das war ein Arschloch-Typ. Oder einfach reinfahren. Das ist immer das, was ich mir denke. Oh, einfach, mein schönes Fahrrad. Ich einfach ja, reinfahren. Ja. Gerade gar nicht. Im Zweifel verletzt du dich halt. Das ist das Problem. Ja, aber dann hat er ein richtiges Problem. Dann hat er ein richtiges Problem. Aber du musst halt so gut timen, ja, dass du dich nicht zu doll verletzt. Ein bisschen wäre schon stark. Also eine Platzwunde am Kopf oder so wäre natürlich wieder Weltklasse. Platzwunde am Kopf wäre Weltklasse. Das ist ein richtig ein angebrochener Finger oder Hand oder so. Sowas wäre richtig, richtig gut. Ja. Das, also wenn du das irgendwie timen könntest, dass du dich dagegen schmerzt im Kopf, nicht zu doll, aber schon blutig. Ja, wie gesagt, das waren halt 10, 15 Meter vor mir, ist er halt rübergefahren. Aha. Wie gesagt, ich konnte noch ausweichen. Und das Mädel vor mir auch. Ja, das ist immer wie im Straßenverkehr mit dem Auto, wenn dir jemand die Vorfahrt nimmt und du denkst, eigentlich müsste ich jetzt einfach fahren. Einfach fahren und ihm da volle Kanne reinballern lassen. Ja. Aber man macht es dann trotzdem natürlich nicht, aber weil ich denke doch immer, dann steht hier irgendwie eine Kamera oder irgendwie sowas oder dann filmt das gerade einer und dann wissen die, dass ich das mit Absicht gemacht habe und dann bin ich nämlich dran. Na gut, aber wenn er dir die Vorfahrt klaut und du das jetzt nicht völlig, wenn du nicht völlig schon standest und ja, wenn du es halbwegs gut, ja, wenn du flüssig darüber fährst, dann. Oh. Aber wie gesagt, ich habe ihn dann angeschrieben, so, ja, nee, ich habe jetzt einen Termin und so. Ja. Und dann so, und dann habe ich ihm so richtig ekelhaft gewunken, als er die Scheibe hochgemacht hat. Ich so, so richtig Sackgesichtmäßig, ey. Oh, hoffentlich hast du da eine Beule reingetreten. Ich finde das gut. Ich denke mir, dass so oft mittlerweile bei falsch parkenden Autos einfach mal einen Spiegel abtreten oder so. Ja, einfach mit ausgestrecktem rechten Fuß irgendwie da längs fahren. Tock. Ja. Tock. Tock. Ja. Alter, wie viele Leute gestern bei Holsteiner Tickets gekriegt haben, und Leute aus Kiel auch. Da standen 25 Leute aus Kiel. Wieso fährt man da nicht mit dem Bus? Ja, das ist. Und dann kriegst du dann 20 Euro oder 15 Euro Ticket dafür Falschparken. Das ist schön dumm. Ich habe auch gestern auf dem Weg zum Holstein-Spiel auch, da bin ich den Westring lang gefahren. Ja. Und da ist ja der Fahrradweg auf der Autostraße quasi. Auf der Autostraße? Also auf der Autostraße. Ja. Auf der Straße einfach, der Fahrradweg. Ja, hoch zur Feuerwache, bis zur Gutenbergstraße. Genau, das war genau bei der Feuerwehrwache. Ja, genau, und da stand auch ein Auto quasi mit Warnblinker an der Seite, aber nicht wie man es macht, er bleibt auf der Spur, sondern er stand auf dem Fahrradweg. Finde ich auch mal doof. Ich hatte jetzt auch, ich war nicht so auf Krawall gebürstet wie du. Das ist sowieso voll der Quatsch, sich dann auf den Fahrradweg zu stellen. Ja, weil das Auto muss trotzdem ausweichen. Das Auto ausweichen. Muss trotzdem ausweichen. Das ist der Todesbullshit. Und die Fahrradfahrer auch. Das ist also der Todesquatsch. Aber ich war nicht ganz so auf Krawall gebürstet wie du und hab dann, die Frau stand auch neben dem Auto und ich bin dann nur vorbei und hab sie nur angeguckt und ich hab nur den Kopf geschüttelt. Das mach ich auch oft. Ich bin jetzt nicht böse, ich bin enttäuscht. Ja. Ich bin einfach enttäuscht. Das greift nämlich viel tiefer, als sage ich bin todessauer. Nee, bin ich nicht. Ich bin einfach enttäuscht. Ich bin menschlich enttäuscht. Ich bin einfach total enttäuscht. Und dann hat sie angefangen, mich anzupöbeln. Ich bin doch gleich weg und so. Dann halt pöbelt die dich an? Was ist das für eine Welt? Ich finde das immer so krass. Dass ich nachdenke, okay, ich symbolisiere ihr nur meine Enttäuschung. Ich hätte sie ranschreien können, aber wie du dagegen fahren und gegentreten. Beim nächsten Mal mache ich das auch. Und dann mache ich das aber nicht und will ihr nur zeigen, okay, ich bin echt enttäuscht. Und dann pöbelt die mich an. Das ist krass. Und deswegen finde ich das total gut, um da wieder drauf zurückzukommen, dass du ihm gegen die Stoßstange. Ich meine, wenn du da vorbeifährst und ihr den Seitenspiegel abtrittst, bevor die das nächste Mal Luft geholt hat, bist du um die nächste Ecke und ciao. Ja, ich weiß. Ich werde das auch in Zukunft so machen. Wir haben ja noch diese eine Straftat frei. So eine kleine. Haben wir eine frei? Man hat eine frei. Dann sagt der Richter immer, ach, sie haben ihr ganzes Leben noch nichts gemacht. Komm, jetzt haben sie hier mal einen Spiegel abgetreten. Das passiert. Einmal einen fetten SUV-Fahrer um die. Ich rede jetzt nicht von Mord oder so, aber so eine Kleinigkeit. Und ja, weiß ich nicht. Genau wie es auch irgendwelche Videos auf YouTube gibt von unserem, finde ich auch stark, Aussie Man Review Boy da. Oh, der ist stark. Der ist richtig stark. Und da gibt es auch Instant-Karma-Videos. Und da gibt es auch einen Fall, wo die irgendwie, ein Auto hält auf einen Zebrastreifen. Ne, mit der Fronthaube sozusagen, mit der Motorhaube auf dem. Das kenne ich auch nicht stark. Und 10 Leute laufen halt einfach über die Motorhaube. Ja, und ich denke so, das wollte ich auch immer schon mal machen, das ist so ein Boss-Move. Und jedes Mal, wenn ich einen Zebrastreifen sehe, denke ich, bitte halte auf diesem fucking Zebrastreifen, damit ich über deine Motorhaube ging. Aber auch so völlig, gar nicht aggressiv. So, völlig selbstverständlich gehen die da rüber und auf der anderen Seite wieder runter. Ja. Das finde ich so
Stark. Ja, finde ich auch mega. Also Spirit Animals hat er sie genannt. Und so sehe ich das auch. Das sind auch meine Spirit Animals. Also die sowas machen, groß. Richtig, richtig groß. Ja. Du musst dann ja nicht die. Das, in Amerika wird dann die Schrotflinte gezogen und der Fahrer erschossen. Das finde ich ein bisschen, überdramatisiert. Ich würde sagen, das ist ein kleiner Hauch drüber. Aber über die Motorhaube gehen, ohne Aggression, einfach völlig selbstverständlich, richtig stark. Ja. Richtig, richtig stark. Denke ich auch oft. Ach. Was? Ich habe heute. Das könnte die letzte Folge sein. Ja. Ich habe heute. Ich muss ein bisschen aufstoßen heute. Würde ich auch gerne mal machen. Ich kenne das auch. Und einfach. Und den Fahrer auch gar nicht angucken. Nein, einfach irgendwie am Handy spielen und so, auf die Motorhaube klettern. Ja. Auf der anderen Seite wieder runter und einfach weiter. Das ist mega gut. Da würde ich Monate von zehren, von der Energie, die ich dadurch bekommen hätte. Jahre, ja. Ich würde jetzt mal. Aber Kopfschütteln finde ich auch gut. Auch wenn irgendwie ein Autofahrer irgendwie zu weit abbiegt auf dem Fahrradweg oder so und ich muss ihn dann um ihn rumfahren oder so. Ich guck dir da noch an. Ich glaube, das trifft häufiger mehr. Ja. Weil wenn du die dann sinnlos anpöbelst, dann denken die auch, okay, was ist das für ein Heckenpenner? Ja, ich habe ihm das genommen, aber er muss mich jetzt hier auch nicht so. Ja. Aber dieses Kopfschütteln, dann denkst du, fuck ja, ich habe echt Mist gebaut. Ja. Aber klar, manchmal muss man auch gegen die Stoßstange treten. Also ich finde das schon gut. Ich bin da auf deiner Seite. Also wenn du eine Aussage brauchst vor Gericht, ich bin zwar kein Zeuge, aber einfach jemand, der sagt, ich mach das auch. Ich würde dazu stehen und würde sagen, ich würde es wieder machen. Deswegen würde ich nämlich keine Bewährung bekommen. Kommt drauf an, wenn du ihm die Nase brichst, okay. Würde ich wieder machen, weil er es verdient hätte. Wenn du ihn tot haust, dann würde ich auch nochmal machen. Hat Spaß gemacht. Jo! Hast du noch was? Nö, nicht so richtig. Ja. Wir müssen ja auch nicht immer eine Stunde machen, oder? Nee, müssen wir auch nicht. Nö. Machen wir heute mal kurz und knackig. Zum Glück wenig Sport drin gehabt. Schneiden wir alles nach dem Sportteil raus oder lassen wir das heute auch trotzdem drin? Ich würde sagen, das machen wir raus. Ich glaube, wir haben noch ein bisschen unveröffentlichtes Sportmaterial, was wir irgendwie so zwischendurch mal aufgenommen Basler, haben. Mario Basler, Thomas Helmer und Jürgen Klinsmann, die deutschen Legenden im Check. Genau. Wie lange haben wir drüber gesprochen? 7,5 Stunden? Oder Kalle so, ne? Riedle, Stefan Kunz, Jürgen Kohler. Andreas Ottel, die ganzen Großen haben wir alle abgefrühstückt. Was der wohl macht. Andreas Ottel, ey. Ja, Dean, ich würde sagen, wir machen Daddel-Du und dann hören wir uns irgendwie beim nächsten Mal wieder. Ja, will ich doch hoffen. Ja, also, Dean, ich würde sagen, es gibt immer ein nächstes Mal, so sagt man das, oder? Ja, So, also aus der Abmordschule 2.0, vielen Dank fürs Zuhören an alle, die den Sportteil durchgestanden haben. Also nicht an Jenny, also können wir über sie lästern. Oh, übrigens, stimmt. Wir haben zwei Jennys. Nicht, dass sie durcheinander kommen. Es gibt Jenny, die Sport richtig kacke findet. Und die andere, die es auch nicht so interessant findet. Aber wir meinen die Fotografin. Wir meinen Fotografin Jenny, aber das sind auch beide. Deswegen meinen wir die Battlefield Jenny jetzt in dem Fall und nicht die Dackel-Jenny. Achso, ich dachte die mit dem wunderschönen Boyfriend Jenny. Aber es sind auch beide. Das sind auch beide. Ja, das sind auch beide, stimmt? Genau. Aber die haben viel gemeinsam. Leben die vielleicht irgendwie, sind die irgendwie getrennt worden? Weil wenn ich an die Partner zu denen denke, die sehen sich auch so ein bisschen ähnlich. Ich meine, du hast den einen nur noch nicht kennengelernt. Kannst aber ich weiß, wie er aussieht. Ja, wer das denn? Fotos. Wie, was Fotos? Ja, die machen doch ihren Instagram-Scheiß da. Ach so. Photographic Queerin, Queerin, Ja, wenn dann müssen wir das auch richtig. Was müssen wir? Dann müssen wir es auch richtig bewerben. Ja, eben. Aber weiß ich nicht. Nee, weiß ich ehrlich gesagt auch nicht, weil sie hätten die Chance gehabt, hier in unserem Podcast gefeatured werden zu können, wenn die mal irgendwie ein Logo gemacht hätten. Oder ein Foto wenigstens oder irgendwas. Ja, ich glaube, das war aber auch in deren Hochzeit. Nee, Quatsch, gar nichts. Hochzeit heißt das. So. Ich glaube, das lassen wir so stehen am Ende. Ciao. Adios.